Ja, servus die Mal und grüß euch die Buben. Tja, ich hatte eigentlich vor, einen kleinen Spaziergang zu unternehmen, also nicht allzu weit. Hatte mir hier eigentlich in der Leiter ausgesucht, aber keine Chance, wir haben hier Hochwasser und da ist der Weg komplett gatschig. Also da versinkt man teilweise ja schon komplett bis über die Fersen in den Gatsch. Ja, hier daneben ist noch ein kleiner Weg, der ist ein bisschen oberhalb von der Leiter. Und jetzt werde ich hier mal ein Stückchen reinschauen. Ja, schauen wir, was uns hier erwartet. Da wurde auch ordentlich abgeholzt und wie gesagt, hier steht alles unter Wasser. Ja, hier habe ich auch gleich etliche Mücken aufgeschreckt. Ja, ich war hier schon einmal herinnen und jetzt bin ich komplett am Spitze draußen. Und ja, ich dachte, vielleicht finde ich noch eine andere Anlage. Dann dürfte doch nur der eine Bunker da vorne sein. Und da schauen wir mal, ob der wieder offen ist und dann schauen wir natürlich hinein. Ja, gehen wir schon langsam wieder zurück. Da hinten kann man auch noch die Abdeckung erkennen von der Stellung. Ja, schön getarnt. Das ist eine Kunststoffabdeckung und darunter verbirgt sich sicher der Stahlkern. Jawohl, Stahl, purer Stahl und das ist nur zur Tarnung drüber. Ja, dann schauen wir mal weiter vor zu dem Teil beim Eingang, ob wir da auch noch was sehen. Ja, und wie gesagt, hier hinten ist noch die Notausstiegsklappe. Auch hier wieder überall Übungsmunition vom Bundesheer. Ja, und hier dürfte ich auch noch was Interessantes gefunden haben. Da hat sich einer Hanf angepflanzt. Hier auch wieder Belüftung und da neben mir der Eingang. Offen. Ja, leider haben wir extrem Pech. Der steht mindestens 20 cm unter Wasser. Aber ich zeige euch das mal, da kommen wir leider nicht rein. Schade, aber kann man nicht ändern. Hier wäre es auch sehr schön kühl. Fluoreszierende Pfeile, wie in jedem Bunker. Und leider hier unten gute
20 cm Wasser. Schade. Schade, schade. Schade. Weil dort unten geht es dann noch ein Stückchen runter. Da steht sicher ein halber Meter unter Wasser. Auch hier die ganze Elektrik, leider. Schade, schade, schade. Aber das hilft uns nichts. Echt schade drum. Ja, der wird auch so schnell nicht austrocknen. Ja, hätte ich echt gerne mehr gezeigt. Aber hat nicht sein sollen. Hier ist jetzt die andere Abdeckung vom Geschützturm. Die schauen wir sich auch an. Ja. Okay, das ist eine halbe. Hier ist die Öffnung. Ja, und sogar noch die Vorrichtung für ein Geschütz. Zeige ich euch gleich näher. Ja, hier sieht man, die ist halb offen. Und da war anscheinend das Geschütz montiert. Natürlich schwenkbar. Und da vorne konnte man quasi rausschießen. Ich werde die Kamera mal ein bisschen hinunterlassen. Schauen wir mal, ob wir da was sehen. Ja, ich denke, es wird hier ja dunkel sein. Ja, schaut so aus. Wenn da der Eingang wäre, schon ordentlich verschüttet. Na, schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Okay. Ach, da muss ich was verspreizen, dass der nicht zufällt. So, ich versuch's da jetzt einmal runter. Hoffentlich ist nicht hier auch alles voller Wasser. Ja, es geht. Ich nehme euch mit. Alles eng hier. Verdammt eng. Aha, hier ist sicher für die Munition. Und hier geht es auf den Geschützstand. Also nicht sehr groß. Ja, und hier die Schießscharte. Wie gesagt, alles sehr klein und beengt. Und hier geht's wieder raus. Ja, ach, alles schon ziemlich mit Erde zugefallen. Ach, so, mal wieder zu, dass sich hier kein Tier herein verirrt. Und auch die zweite. So.
So, dass auch hier keiner reinfällt, machen wir natürlich auch wieder alles zu und dicht. Ah, perfekt. Ja, leider haben wir von den Bunkern nicht mehr gesehen und konnten nicht hinein, aber ja, kann man sich leider nicht aussuchen. Puh. Aber ich muss gestehen, ich brauche jetzt noch ein Käfchen. Das fehlt mir jetzt. Hallo Freunde, Käfchen fällt flach. Denn auf der anderen Seite habe ich Stimmen gehört. Das dürften ein paar Jungs sein, die sind gerade bei ihren Cannabispflanzen. Ach, die müssen mich nicht unbedingt sehen da. Ich bin auch schon hier unten beim Ausgang. Ich habe mich extrem leise verhalten. Und ja, ich glaube, ich werde mein Käfchen woanders genehmigen. Ich muss mich nicht unbedingt sehen lassen. Ich bin auch schon auf der Straße heraus. Ich zeige euch das gleich. Und schon bin ich auf der Straße. Ja, das war's. Zurück zum Weg. Ja, Freunde, ich bin jetzt wieder auf dem Weg herum angekommen. Da drüben ist das Wäldchen. Ja, hier fühle ich mich schon sicher. Ich wollte eigentlich jeglicher Diskussion aus dem Weg gehen. Ja, Käfchen ist einmal flach gefallen. Mal schauen, ob ich eine andere Stelle finde. Jo, Freunde, das war's leider auch schon wieder. Ja, die Tour ist quasi ins Wasser gefallen. Eigentlich wollte ich ja neben der Leiter gehen. Ja, das hat absolut nicht hingehört. Hochwasser, ja, was so ist. Dann der Weg da hinten war bei der Straße aus. Da bin ich wenigstens bei den Bunkern herausgekommen. Die konnte ich euch noch rasch zeigen. Und das war's wieder. Wollte eigentlich eine größere Tour machen. Da, wie ihr mich kennt, ja schon länger keine Tourenvideos gesehen hat. Das liegt daran, dass ich leider einen Fersensporn hatte oder immer noch habe. Und daher nur Overnighter machen konnte, wo ich nicht weit gehen musste. Das wollte ich jetzt eigentlich einmal testen, wie weit ich komme. Gut, das waren jetzt knappe 5 Kilometer. Hat ganz gut funktioniert, aber ja, Käfchen ist auch ins Wasser gefallen quasi. Das trinke ich jetzt zu Hause. In dem Sinn, trotzdem danke fürs Zuschauen und fürs Mitlaufen. Und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.